So, grüß euch, willkommen. Schaut mal, es geht weiter mit einer Erstsichtungstour. Aber geht es wieder darum, dass ich euch ein paar Pflanzen, Bäume zeige, die was gerade im Auftauchen sind. Aber fangen wir da mit dem Sterben an, weil Eschensterben ist bei uns, der Name ist Programm. Man sieht wirklich ganz viel Eschen umfallen. Also es hat mit einem Pilz zu tun. Und ja, also ich werde euch bald nicht keine Eschen mehr herzeigen können, aber das ist eben vom Knospenbild super erkennbar. Typisch diese schwarzen Knospen, was die Esche auszeichnen. Ja, keine Ahnung, wie lange das ich euch das noch sagen kann, aber um das soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es geht mit Leben oder es geht um frisches Leben. Und ich habe euch ja gestern den Seidelbast gezeigt, das war der erste Strauch, der was in Blüte ist. Und da habe ich gesagt, die Kornelkirsche beginnt mit der Blüte und das ist jener Baum. Ihr werdet das auch ganz oft in Siedlungen finden, aus Hecken, also das wird dann einfach klein gehalten, das wird geschnitten. Aber vom Blütenbild gleicht sie sich natürlich eins eins. Dazu gesagt, es geht jetzt gerade los, also die Touren, was ich jetzt mit euch mache, also wir werden sich das auch noch anschauen, wenn es dann wirklich da ist. Also mein Begehr ist jetzt einfach für Interessierte eine Info zu geben, auf was können sie jetzt schauen, dass es eine Chance gibt, dass man die ganzen Pflanzen in ihren Werden begleiten kann. Und vielleicht dann am Ende des Jahres eine Idee hat, wie denn das von der Geburt bis zum Tod ausschaut im Jahresverlauf. Okay, Kornelkirsche wird was Essbares, typisch diese gelben Blüten. Die sind jetzt noch nicht ganz offen, also das wird schon noch, das geht noch auseinander. Mal schauen, was wir da so haben. Naja, nein, also das stretchen sie noch. Also, genau, nochmal dazu gesagt, für wen das praktisch, wie konnte das ausschauen, wenn der sagt, das stretchen sie noch. Ich verlinke immer unten in der Beschreibung die ganzen präsentierten Pflanzenbäume mit der Homepage. Dort findet ihr in der Regel Bilder und Videos im Jahresverlauf. Also wenn wer wissen will, wie schaut denn das dann aus, wenn es weitergeht oder die Früchte, dann findet ihr das dort. Okay, aber wenn ihr jetzt einen Baum seht, der was, naja, von der Weide jetzt schreit er noch nicht, aber ja, man sieht schon, mit Gelb lockt, dann wird das eigentlich, kann das dann nur die Kornelkirsche sein. Und kann auch sein, dass ihr irgendwo in eurer Siedlung spazieren geht und der kleine Streicherl da in einer Hecke mit um einen ansteht. Das kann dann auch eine Kornelkirsche sein, wird eben gern angebaut. Okay, ich schaue wieder weiter, ihr dürft sitzen bleiben. Und gucken wir mal, was wir wieder finden. So, schaut mal, den schiebe ich jetzt nur ganz kurz ein, weil gestern habe ich ein super Mega-Exemplar herzeigen können. Auch das da ist der Seidelbast. Und ihr seht, also das muss nicht immer so gewaltig sein wie gewaltig. Das war halt wirklich schon ein Strauch mit Maximalgröße, was ich gestern herzeigt habe. Das ist auch der Seidelbast. Das lasse ich jetzt auch schon wieder gut sein. Aber ihr wisst was, wir machen so. Ich gehe da jetzt gleich weiter mit euch, ohne große Pause, und werten das, Abteilung Tierisches und Co. Guckt einmal. Grüß dich Schlange, ich tue dir nichts, ich wollte dir nur ein Foto machen. Mein Gott, die sind immer so schüchtern. Ja, auch die Schlangen kommen raus. Aber, geht mir um Folgendes. Auftauchen tut der Bärlauch, ja, also er taucht nicht nur auf, sondern es ist schon so, dass man auch brocken kann, aber in dem Gebiet, und da mache ich, bin ich eigentlich gerade auch auf dem Weg, dass ich das versprochene Update-Video mache, Bärlauch-Herbstzeitlose Vergleich, das zeige ich euch aber jetzt in diesem Auftauch-Video auch. Also dieses hier ist der Bärlauch, ich zeige das einmal, da taucht er eben gerade auf, da ist ja schon gut erkennbar. Mal schauen, ob ich da einen ausreißen kann. Das ist ein ziemlicher Bärlauchgebiet. Und aber, ich drücke kurz auf Pause, weil sonst wird man das zu lang. Aber kommt zu mir, die zeige ich nämlich dann gleich die Herbstzeitlose nebenbei.
habe ich nicht gesehen, dass sie schon wieder rennt. Das mit der Pause hätte man echt sparen können, weil jetzt bin ich zwei Schritte gestolpert und sie ist schon da. Also das da sind die Blätter von der Herbstzeitlose. Das da ist wieder Bärlauch, das ist wieder Herbstzeitlose, das ist Bärlauch, ja, Herbstzeitlose, Bärlauch dazwischen. Ihr seht schon, es ist jetzt nicht unbedingt die große Gefahr, dass man es miteinander arg verwechseln kann. Das Blöde ist, dass sie einfach untereinander wachsen und irgendwann sind die ziemlich gleich groß und wenn man dann im Bärlauch nur ausrupft, dann hat man schnell einmal herbstzeitlosen Blauen dabei. Sollte man vermeiden, Herbstzeitlose ist giftig, ist nichts zum Essen. Ich zeige da drüben noch ein paar Exemplare her. Schaut einmal, das ist alles Herbstzeitlose. Und da wächst wieder der Bärlauch. Wenn das genauer interessiert, ich habe Videos, die verlinke ich einfach auch oben in der Beschreibung, in der Infobox, wo man das Ganze ein bisschen im Wuchsverlauf beobachten kann, dass man das im Griff hat. Aber ja, wie gesagt, ich habe keine Angst, dass man das verwechselt. Okay, ich habe euch gesagt, auch aus Auftauchung Bärlauch, eh schon länger, Herbstzeitlose, ja, wo warst du, oder? Zum Vergleich. Ja, passt, und dann schauen wir auch schon wieder weiter, was wir noch finden. Schaut mal, ein weiterer Star in dieser Zeit, also einer der ersten oder mit die ersten, ist das Leberblümchen. März und April ist die Blütezeit. Und dazu gesagt, das ist bei mir inflationär verfügbar. Also ich bin in Oberösterreich, da ist es auch nicht geschützt. In Deutschland zum Beispiel ist es, glaube ich, durchgehend geschützt. Auch dazu gesagt, es gibt eine Menge Varietäten, also das kann sich ziemlich unterscheiden. Das ist nicht wählerisch. Also meistens ist die Blütenfarbe dieses bläulich-violette. Es gibt weiß, es gibt rosarot, es gibt Magenta Hass, glaube ich, die Farbe. Also das kann sich ziemlich variieren. Das ist das häufigste. Und was ich super interessant finde, ist nämlich jenes, dass es überhaupt nicht so genau nimmt mit der Anzahl der Blütenblätter. Das kann nämlich von 6 bis 9 gehen. Schaut mal, das da hat 6, ja, und da haben wir 1 mit, schauen wir, 3, 6, 8 zumindest. Ja. Ihr könnt es da in Ruhe besser zählen wie ich jetzt. Ich glaube, das 8 sind. Und das allein schon macht natürlich einen Unterschied in der Erscheinung. Also wenn das so vielstrahlig ist, schaut es natürlich anders aus, wie wenn es weniger Blütenblätter hat. Was auch toll ist, wenn wir da jetzt nach hinten schauen, ich reiß mir da eins aus, ich darf das da bei mir in Österreich. Es gibt wieder keine typischen Knospen, sondern so Hüllblätter sind das. Und die wachsen mit der Zeit mit. Also die Blüte, die ist ca. 8 Tage verfügbar. Die schließt sie am Abend und bei Regenwetter. Und diese drei Hüllblätter da hinten, die wachsen die ganze Zeit mit. Also die werden viel größer. Der Name, ich meine, es ist eher wieder so eine Pflanze, was alle kennt. Also das Leberblümchen, das da ist die Blattform. Ja, sollte an die menschliche Leber erinnern, kommt aus der Signaturlehre und da hat man halt gesagt, okay, wenn es ausschaut wie eine Leber, dann wird es für die Leber helfen. Medizinisch kenne ich mich überhaupt nicht aus, beziehungsweise will ich das zu dämlich sagen, weil das sind Streitthemen für mich. Ja, aber daher der Name. Und was ich auch noch dazu erzählen möchte, ist, das Ding kann echt alt werden. Also das kann mehrere Menschengenerationen überstehen. Also auf Wikipedia steht was vor 360 Jahren. Ich habe da aber keine verbriefte Quelle gefunden. Was aber sicher ist, dass Jahrzehnte überstehen kann, ohne dass es bliert. Also das hat eben ein Rhizom unterirdisch. Ich reiß das jetzt nicht aus. Wenn es interessiert, habe ich voriges Jahr gemacht. Gibt es ein Video und Fotos. Also das kann öder sein wie ein Mensch, das was man sich da anschaut. Und das finde ich immer wieder fantastisch. Es ist eben nichts zum Essen, auch wenn es getrocknet eigentlich die Giftigkeit verliert. Aber ja, ist keine Speisepflanze. Ja, Leberblümchen, jetzt verfügbar, wird länger da sein, aber ja, es geht ja gerade darum vorzustellen, was auftaucht.
und somit das taucht auf. Schaut mal an zum Abschluss für heute, auch wenn da wieder meine geliebte Brennnessel ist und dann da auch die purpurrote Taubnessel, die was ich euch noch gar nicht gesagt habe heuer. Mir geht es aber jetzt um was anderes, nämlich voll spannend. Da seht ihr diese braunen, getrockneten Flecken. Das ist ein Hinweis, dass da große Glätte war und ich habe die auf meiner Homepage als Beschreibung auch im Winter verfügbar. Und eigentlich, so gesehen, ist es gelogen, weil man muss wissen, wo man es findet oder man muss es markieren. Beziehungsweise eine Markierung sind eben dieses Vorjahreslaub. Ja, Schatz. Und weil die große Glätte, Stich da drunter, ja, das ist immer ein bisschen Hund, das sind der Brombeeren, also das Blau kommt man gleich essen, aber jetzt geht es um den Bauch anfühlen. Die große Glätte ist zweijährig, das heißt, im ersten Jahr macht die riesengroße Blätter, da sehen wir eben da die Reste, und speichert in einer Wurzel Energie, um dann im zweiten Jahr wieder riesen Blätter zu bilden, nur dann bleibt es nicht bei den Blättern, sondern es schießt auf, wird eine riesengroße Pflanze und produziert dann diese uns bekannten Klettfrüchte. Und ich schaue jetzt mit euch, ich habe ein super Schaufel mit, das zeige ich euch dann, weil das habe ich von einer Abonnentin geschenkt gekriegt, das habe ich recht gern. Und wir schauen sie entweder anhand dieser Pflanze, also das ist das neue Grün, grundsätzlich essbar, super bitter, aber wenn das größer wird, also ich mag das Bittertraining, weil Wildpflanzen sind ganz oft bitter. Es ist nicht giftig, aber es wird euch nicht schmecken, aber ihr könnt es kosten. Ich denke, ich werde mir das anhand von diesem Exemplar, werde ich uns die Wurzel rausgraben und dann werden wir staunen, was da drunter ist. Mein Glück da ist, dass eben dieser Erdhaufen ist, also da ist gearbeitet worden und das ist voriges Jahr schon da gewesen, der Haufen, weil wenn man das Ganze irgendwo auf hartem Boden findet, sind die Wurzeln meistens ziemlich verkrüppelt und verkrümmt. Da habe ich jetzt die Hoffnung, dass wir eine schöne, gerade Wurzel finden. Und wir Menschen, wir sind echte Nestbeschmutzer, überall findet man, ja, eh wurscht. Okay, passt, also ich schaffe jetzt und ihr wart's. Also schaut mal, jetzt stelle ich euch meine Schafe vor, Abonnentin Sonja, also danke, wieder ein Herr im Einsatz. Und ich habe schon wieder Mucken im Augen, also die kommen auch schon wieder. Und guckt mal, also stellt euch vor, es ist eine Notsituation oder ihr seid interessiert und ihr habt Hunger. Und ich meine, da habt ihr mit einmal graben schon ziemlich was benannt. Das sticht schon wieder. Schaut euch das an, da steckt der Stachel. Das ist was mit den Brombeeren, besonders wenn sie eh noch keine Früchte haben. Ich schneide euch das jetzt dann auch noch auf, also da muss ich noch mal kurz auf Pause drücken. Wir schauen sie die drinnen an. Sie ist mir auch abgerissen, weil die ist doch verzweigt. Aber gerade diese Seitentriebe, die sind, bevor die jetzt eben wieder groß wird, nur weich, großteils. Wenn die dann einmal Austrieben hat und eine große Pflanze ist, dann ist die Wurzel komplett ausgelutscht. Also dann könnt ihr es vergessen. Aber wir schauen da jetzt miteinander rein und dann guckt, was da alles zum Essen drinnen war. So, guckt es nochmal. So schaut dann das Innere aus. Das Außen ist da ganz weich, das Innen, das ist noch nicht verholzt. Man kann es, wenn man das jetzt roh isst, ist das natürlich eine faserige Geschichte. Da ist es eher so, dass man es einfach auskaut und dann die Fasern wieder ausspuckt. Wenn man das kocht und röstet, es wird wahrscheinlich dennoch faserig bleiben, aber man kann es gut beißen. Es ist nicht holzig. In echt verholzt die Wurzel auch nicht im zweiten Jahr, sondern es ist eher so, dass die nachher eben ganz schwammig wird. Also die gespeicherte Energie geht in den Austrieb und in das neue Leben. Und das, was da drinnen überbleibt, ist dann ganz schwammig. Nebenbei habe ich noch das Glück gehabt, war noch eine zweite, die war schon mit ausgegraben, darum habe ich die jetzt auch noch genommen. Da seht ihr, also das muss dann nicht so eine riesenfette Wurzel sein, also das war eine dünnere Wurzel. Aber selbst wenn man das gefunden hat und sich das sauber macht, also könnt ihr euch vorstellen, da hat man schnell eine Wurzelgemüse benannt. Also für mich, eben wenn jetzt wirklich Not war,
macht es Sinn, dass man nach solche, nicht nach unserem Müll, wir Menschen mit unserem Müll, du, ich muss wieder mal Müll glauben gehen in mein Gebiet, wenn wir wissen, nach solche Reste Ausschau halten, da können wir auf jeden Fall was zum Essen finden. Ich werde mir das da jetzt nur ein bisschen sauber schön und ein bisschen knappern beim Heimgehen. Und ja, für heute soll jetzt das gewesen sein. Sagen wir nochmal das junge Grün, weil es geht ja gerade praktisch um Erstsichtungen. Erstsichtung, große Glätte im Beginn ihres zweiten Jahres. Ausschalten muss ich auch.